Nathalie, ich würde euch auf die Bühne bitten. Wo seid ihr? Gut, dann kommt mal die Nathalie. Nathalie ist aus dem Publikum. Lasst euch überraschen. Sie wollte zu euch sprechen. Nathalie, wo kommst du her? Steyr. Nathalie, zu welchem Thema wirst du sprechen wollen oder lasst uns überraschen sein? Lasst euch überraschen. Es wird sehr temperament. Also, mein Name ist Nathalie. Ich arbeite beim Roten Kreuz, also freiwillig halt. Und mich stinkt es wirklich, dass die Leute einfach sich einschüchtern lassen, weil das heißt, wir dürfen nicht zu allem live. Geht zu euch, sie sind gefährlich. Das geht gar nicht für mich, weil ich bin ein sozialer Mensch. Und die Rettung steht auch für sozial. Da muss man einfach sozial sein und darum, man darf die euch leider nicht einsperren, weil das hat mich ziemlich betroffen, wie es geheißen hat. Manchmal kommt die alten Leute. Hey, die alten Leute haben uns nicht gesehen, sondern die haben unser Österreich aufgebaut. Und das zählt, weil sowas, was 1939 bis 1945 passiert ist, sowas darf echt nicht mehr passieren in unserem Österreich. Und darum, die ganze Maskenpflicht für die alten Leute, für die ganzen Kinder, weil das ist das Ärgste für mich, weil ich rausgehe und ich schürfe das für die alten Leute und die Jungen diskriminieren mich wegen der einfach Masken. Und darum, also Leon, bitte, wir müssen wirklich was da für unser Österreich. Und der Orbachl-Kaktus, beziehungsweise der Kurzel, der und das Kokern so längst weg, weil die ruinieren unser Österreich. Und ich sag's wirklich, ich bin ein Österreicher und ich glaube, wir brauchen auch keine Flüchtlinge, die was sie nicht integrieren in unserem Österreich. Und wir dürfen echt nicht wegschauen. Und das ist auch was, was mich wirklich, wirklich, wirklich stört. Dass die machen, was die wollen mit uns. Und wir dürfen das echt nicht zulassen. Und eins sage ich auch noch. Wir Österreicher, wir lassen sie wirklich nicht einschüchtern. Weil ich sage wirklich, das Corona ist nicht einmal Corona, sondern sie tun das einfach, dass sie ärgere Mächte und das Ganze durchführen können. Das Bargeldlose, was vorher, was sie einige Jahre gesagt haben, dann ist mit dem Chip, das haben sie auch schon lange gesagt. Und das geht gar nicht, weil wir sind frei. Und wir sind freie Menschen und wir stehen für unsere Freiheit. Danke. Rassismus wollen wir uns distanzieren, ganz klar distanzieren, weil wir sind alle Teil der Menschheitsfamilie. Ja? Werner, wolltest du noch was sagen? Werner, zuerst mal, wo kommst du her? Aus Steyr, Österreich. Ebenso aus Steyr, alles klar, das Mikro gehört dir. Ich bin nicht so emotional wie meine Vorsprecherin. Ich habe bei Rema Welz ein Bibelstudium gemacht und wer den Per Effler kennt, weiß, dass er in Christ ist. Und da ist eine Dame mit einer Gitarre, die hat einen Spruch im Kopf. Und eigentlich wollte ich ganz was anderes sagen, aber das passt ziemlich cool so. Das ist für den Herrn Kurz, für die Bundesregierung, der Herr sagt, ein Auszug aus der Bibel, der Herr sagt, wehe denen, die Gesetze verabschieden, um andere ins Unglück zu stürzen und Verordnungen erlassen, um andere zu unterdrücken. Sie betrügen die Armen und Schwachen meines Volkes und ihr Recht. Das habe ich aber ganz anders gehört. Wenn jemand die Bibel kennt, weiß er, dass Pharao früher das Volk versklavt hat und Gott hat jemanden eingesetzt, den Moses, um das Volk zu befreien.
Und ich sage heute Folgendes, das geht an den Herrn Kurz, an den Herrn Nehammer und an den Herrn Angstschober. Lass mein Volk in Ruhe oder du wirst den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Das ist alles, was ich sage. Hat sonst noch jemand das Gefühl, dass er gerne auf die Bühne kommen möchte, dann bitte jetzt, weil danach hätte ich ganz gerne, dass die Madi Ma zu mir kommt. Ja? Eine großartige Musikerin und Songwriterin, die uns heute am Vormittag schon sehr, sehr glücklich gemacht hat und mit ihrer Stimme und ihrer Musik berührt. Sie hat extra ihr Klavier mitgebracht und sie wird ein bisschen was zum Besten geben. Nochmal, dafür bin ich dir sehr dankbar. So, bitteschön. Wer bist du? Mein Name ist Dr. Steiner, ich bin auch praktischer Arzt. Ich kenne Dr. Eifer persönlich, ich schätze es ja. Wenn das rote Licht da ausgeht, ich sagte, ich kenne Dr. Eifler persönlich, ich schätze sie. Ich bin bis jetzt auf keine Demo gegangen, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich ein Rebell bin oder dass ich ein Revoluzer bin oder irgendeinen Aufstand plane. Ich bin auch Christ und ich glaube, dass wir vernünftig miteinander umgehen sollten. Ich schätze Herrn Bakhti auch sehr, den kennen Sie wahrscheinlich die meisten. Ja. Ich glaube, dass Professor Bakhti eine Art hat, die meisten anspricht. Und ich möchte auch aufrufen, dass man einen vernünftigen Diskurs führt, vernünftig miteinander redet. Und das Problem, das wir haben, ist, dass einfach Ärzte mundtot gemacht werden. Es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo man sich fürchten muss. Und ich stehe hier neben der Ärztekammer, ja, wo man sich fürchten muss, wenn man die Wahrheit sagt. Es kann nicht sein, dass man sich fürchten muss, wenn man simple Dinge ausspricht, die in jedem Lehrbuch nachzulesen sind. Es kann nicht sein, dass das alles, was ich in 30 oder 40 Jahren Medizin, die ich jetzt schon fast praktiziere, gelernt habe, plötzlich ein Unfug ist und dass mir plötzlich Politiker sagen, was ich zu tun habe und dass mir plötzlich Leute, die keine Ahnung von Medizin haben, wie ein Softwareentwickler sagen, wer geimpft wird. Das glaube ich definitiv nicht. Das hat auch mit Verschwörungstheorie nichts zu tun. Und das hat auch mit Revolution, mit Aufstand und mit ich weiß nicht was, überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz simpel. Was hier geschieht momentan ist, dass der Verstand der Leute zunichte gemacht wird auf eine Art und Weise, wo ich mich frage, wie gibt es das überhaupt? Ja? Ich habe diese Woche einen Patienten gehabt, der hat blaue Fingernägel gehabt. Das heißt, er hat unter der Maske keine Luft bekommen. Er hat eine Lungenfibrose. Ich habe ihm eine Maskenbefreiung ausgestellt. Ja? Als er die Maske abgenommen hat, hat er blaue Lippen gehabt. Solche Menschen gibt es auch. Es gibt nicht nur Bumper-Gesunde. Und es ist ein Argument, das nicht zulässig ist, wenn man immer mit den Chirurgen argumentiert und sagt, ja, die Chirurgen tragen das auch den ganzen Tag. Chirurgen brauchen eine besonders gute Konstitution. Ja? Das sind Menschen, die eine sehr anstrengende Arbeit machen und die halten das in der Regel dann aus. Und die, die es nicht aushalten, die scheiden vorher schon aus. Ich habe Kollegen gesehen und ich habe auch Kolleginnen vor allem gesehen, 15 Kilo Frauen, die wollten Chirurgin werden. Das hat nicht geklappt, weil sie im OP umgefallen sind. Das geht halt nicht. Ja? Und das verträgt nicht jeder. Und ich kann nicht sagen, der Arnold Schwarzenegger hebt auch 150 Kilogramm und deswegen müssen alle das machen. Vielen Dank. Danke. Wir haben mal ein paar junge Burschen hier am Wort. Sehr schön. Wer bist du?
Raphael. Wo kommst du her, Raphael? Okay, er kommt aus Graz-Andritz. Raphael, das Mikro gehört dir. Wir sind sehr gespannt, was du als junger Mensch uns da draußen zu erzählen hast. Dankeschön. Also ich bin 50 Jahre alt und in der Schule ist auch voll stressig, weil man die Masken immer aufhaben muss. Manche Lehrer müssen sie beim Unterricht aufhaben, was echt anstrengend ist. Teilweise 3-4 Stunden lang. Und wenn man dann die Masken runternimmt, hat man einfach Kopfweh, weil viel zu viel CO2 oder so noch einatmet. Das ist einfach ungesund für den Körper. Und wann wurde jemals bewiesen, dass eine Maske wirklich was schützt? Das ist schützt, das wurde ja nie gesagt. Es war nie wirklich so richtig, dass es einfach stimmt. Das ist keine Ahnung. Aber du möchtest in Wahrheit keine Maske tragen, weil es dir mit der Maske nicht gut geht, korrekt? Ich will keine Maske mehr tragen müssen. Alles klar, hört es daraus, ihr Eltern, ihr Lehrer, ihr Direktoren. Die Schüler wollen keine Maske tragen. Sie schaden ihnen. Bitte. Noch ein junger Mann, ich liebe es, herrlich. Bitte, wer bist du? Ich bin der Max, hallo. Hallo Max, ich nehme an, du kommst auch aus Graz? Du kommst auch aus Graz, Andres. Alles klar, das Mikro gehört dir. Also ich gehe auch, ich bin 14 Jahre alt, ich gehe jetzt in die Oberstufe und ich muss halt auch, wie der Raphael gerade erzählt hat, immer Masken tragen, das stört mich auch sehr, weil mein Onkel ist Arzt und der findet auch, dass es total unnötig ist. Also mir geht es manchmal so im Herbst nicht so gut, wegen Halsweh, Schnupfen, ich viel und dann noch eine Maske drüber, da kriege ich auch manchmal Atemprobleme und das ist echt nicht gut, deswegen finde ich auch, dass man die Masken in der Schule echt nicht tragen müsste und vor allem, wie der Raffi schon erwähnt hat, es gibt ja eigentlich nichts, was beweist, dass die Masken jetzt wirklich was bringen. Und ich finde einfach, dass man die auch nicht tragen sollte. Bravo.